Herrschaften. Und jetzt achten Sie bitte ganz genau auf meine Hand. Oh. Oh Mann! Und hoppla! Oh, hallo Kleiner. Es scheint dir zu gefallen. Du darfst dir jetzt 4 beliebige Karten ziehen. Die Karte und die hier. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Sieh her, was du gezogen hast. Es sind 4 Asse. Na, das ist ja ein Ding. Ich bin ja ein richtiger kleiner Zauberer. Ja, das bist du. Was ist denn hier los? Was machen Sie denn hier? Ohne eine Genehmigung geht das nicht. Ich glaube nicht, dass das verboten ist. Ich führe den Leuten nur ein paar kleine Zaubertricks vor. Zaubertricks? Was denn für Zaubertricks? Zum Beispiel so. Was? Hoppla. Danke. Vielen Dank. Sie sind ein schicker Soldat. Was machen Sie denn da? Das geht nicht. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Das ist das erste Mal, dass mich ein Mädchen geküsst hat. Heute scheint wirklich mein Glückstag zu sein, Katharina. Sag mal, sollen wir vielleicht lieber aufhören? Ich meine, wir könnten verlieren. Was ist, bist du etwa ein Feigling? Jetzt musst du erst recht weitermachen, Liebling. Gut, na schön. Dann werde ich eben weiterspielen. Aber ich hab dich gewarnt. Vielleicht klappt's ja auch. Oh, guten Tag, Sergeant Gonzales. Wie geht's? Was ist denn da mit Ihrer Wange passiert, Gonzales? Das ist doch Lippenstift. Sie sind ja ein echter Casanova. Lippenstift? Nein, das ist nur Daldon. Sie leisten ganz ausgezeichnete Arbeit. Dank Ihnen, Gonzales. Dank Ihnen. Ihren Streifen haben wir wirklich eine ganze Menge zu verdanken. Lassen Sie uns in einem anderen Zimmer eine Tasse Kaffee trinken, einverstanden? Gehen wir. Nein, das geht nicht. Ich bin im Dienst. Was heißt Ihr Dienst, Gonzales? Es gibt zu dem Kaffee auch einen ausgesprochen leckeren Kuchen. Kuchen, um Gottes Willen. Sie scheinen nicht zu wissen, dass ich auf einer strengen Diät bin. Hey, Chef. Augenblick. Ich habe etwas zu erledigen. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen würden, ich bin gleich wieder zurück. Ja, gut. Tja. Heute ist ein wunderbarer Tag. Er ist tot? Ganz sicher? Ja. Ich habe ihn tödlich getroffen. Ich werde erst wieder ruhig schlafen können, wenn ich seine Leiche mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Sucht sie! Gut. So, für heute erkläre ich ganz einfach meinen Dienst für beendet. Sie sind ja noch hier, Senorita. Oh, schönen guten Tag, lieber Sergeant. Eigentlich wollte ich mich hier mit meinem Großvater treffen. Aber er scheint durch irgendetwas aufgehalten worden zu sein. So, wo wollte er denn hin? Ich glaube, er wollte in das Casino da drüben. Na, so ein Zufall. Da komme ich gerade her. Ich gehe noch mal zurück und frage. Das ist aber wirklich sehr freundlich von Ihnen. Oh nein! Wir haben unser Geld verloren. Wir haben das ganze Geld verloren. Zuerst habe ich ja gewonnen. Aber du wolltest ja unbedingt, dass ich weiterspiele. Ich hätte eben zum richtigen Zeitpunkt aufhören müssen. Na, hör mal, was soll denn das so heißen? So beruhigen Sie sich doch mal. Gewinnt man, mal verliert man. Ich bitte Sie, so ist eben das Spiel. Jetzt reiß dich mal zusammen, Papa. Du benimmst dich in letzter Zeit wirklich sehr komisch. Seit dieses Casino offen ist, bist du jeden Tag hingegangen. Ja, genau. Er arbeitet fast gar nicht mehr und hat sich ganz und gar diesem Spiel ergeben. Ich musste extra hingehen, um ihn nach Hause zu holen. Du hättest ja nicht da bleiben müssen, Mama. Dann hätte Papa vielleicht nicht verloren. Das stimmt auch wieder. Was hat die südindische Handelsgesellschaft sich nur dabei gedacht? Wisst ihr, man wird süchtig nach Roulette, wenn man erst mal mit dem Spiel angefangen hat. Eine Menge Leute in dieser Stadt haben sich durch das Spiel schon in hohe Schulden gestürzt. Genau so ist es. Wir dürfen eben nicht länger versuchen, durch Spiel Geld zu verdienen. Es macht zwar Spaß, aber wenn wir nicht aufpassen, wird uns eines Tages die Rechnung präsentiert.
Tut mir leid, wenn ich Sie beim Essen störe. Was wollen Sie denn hier, Sergeant? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Kommen Sie rein. Kann sie heute Nacht bei Ihnen bleiben? Das ist doch die Zauberkünstlerin. Ja, und ihr Name ist Emilia. Guten Abend. Zauberkünstlerin? Was für ein hübsches Mädchen. Oh. Sie und ihr Großvater sind mit dem Schiff, das heute eingelaufen ist, aus Spanien angekommen. Sie soll in einem Showprogramm im Casino als Zauberkünstlerin auftreten. Oh, dann werde ich ja noch viel lieber ins Casino gehen als bisher. Es ist etwas Eigenartiges passiert. Emilias Großvater ist verschwunden, seit er sich auf den Weg ins Casino gemacht hat, müssen Sie wissen. Wie? Was soll das heißen, er ist verschwunden? Na eben, verschwunden. Ich habe im Casino nach ihm gefragt, aber man hat mir gesagt, dass ihn dort niemand gesehen hat. Jetzt hat Emilia ein Problem. Sie kennt nämlich keine Menschenseele in dieser Stadt und ich finde, man muss ihr helfen. Aber das ist doch selbstverständlich. Bitte fühlen Sie sich bei uns ganz wie zu Hause, Senorita Emilia. Ich danke Ihnen von Herzen. Sehen Sie, alles wird wieder gut. Oh, vielen Dank. Sie sind ein richtiger Schatz. Oh. Um Gottes Willen, das können Sie doch nicht machen. Hallo, Senor Gonzales. Schlafen Sie gut. Gute Nacht, Senorita. Oh. Sag mal, mein altes Ross, weißt du überhaupt, warum ich heute laufen bin? Sie hat mich zweimal geküsst. Vielleicht hat sie sich in mich verliebt. Oh nein, das kann nicht sein. Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass sich ein Mädchen in mich verliebt hat. Ich kann es nicht fassen. Das ist unglaublich. Verliebt, verlobt, verheiratet. Was soll ich denn bloß machen, wenn sie plötzlich die Absicht hat, mich zu heiraten? Sie ist, glaube ich, etwas jünger als ich. Ich werde sie trotzdem heiraten. Verliebt, hallo, verheiratet. Und viele kleine Kinderlein. Emilia. Guten Morgen, was gibt's denn? Tut mir leid, aber es ist etwas sehr Schlimmes passiert, Diego. Ein Fremder hat angeblich Geld aus dem Casino gestohlen. Man sagt, der Fremde ist in die Berge geflüchtet, und zwar mit dem Geld. Was denn, ein Dieb? Die Beschreibung trifft auf Emilias Großvater zu. Und da die Casino-Leitung Anzeige erstattet hat, sollen wir ihn verhaften. Da wäre noch ein Problem. Raus mit der Sprache. Ich habe Ihnen erzählt, dass Emilia sich hier befindet. Was? Ich weiß, das war nicht besonders klug von mir und ich könnte mich dafür ohrfeigen. Sie haben mir gesagt, Emilia wird für Sie den Lockvogel spielen. Na sowas. Da sind Sie schon. Was soll ich denn jetzt machen, Diego? Machen Sie sich keine Sorgen, überlassen Sie das mir. Gonzales? Wo ist die Enkelin des Räubers? Also eigentlich müsste sie hier drin sein. Bis jetzt ist niemand rausgekommen. Ich klopfe mal. Hallo? Ist jemand zu Hause? Was ist denn los, Sergeant? Es ist noch früh. Ja. Hey, was soll das? So war das Ganze doch nicht verabredet. Da ist sie. Hilfe! Das ist eine bodenlose Frechheit, einfach in das Schlafzimmer einer Dame einzudringen. Hilfe! Die wollen ja nicht helfen. Sag mal, Diego, warum willst du mir eigentlich helfen, diesen Räuber zu finden? Weil ich so ein ungutes Gefühl habe. Ja, ich auch. Ich weiß noch ganz genau, was Emilia gesagt hat. Das glaube ich nicht. Ja? Nein, niemals. Großvater wäre niemals in der Lage, etwas zu stehlen. Ich bin sicher, es handelt sich nur um ein Missverständnis. Ich möchte ihr so gern glauben. Ach, endlich habe ich ein Mädchen gefunden, das ich heiraten möchte. Oh nein, das ist mir doch so rausgerutscht. Heißt das etwa, dass Sie dieses Mädchen lieben und dass sie Ihre Frau werden soll? Ja, so ist es. Es steht dir nicht zu, mir solche Fragen zu stellen. Du bist noch ein kleines Kind. Wer ist das? Das ist Benito, der Dieb. Halt, warten Sie. Warum denn? Er scheint verletzt zu sein. Ach, Emilia. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann legt ihn um. Ja. Ja.
Da ist er. Was sollen wir machen? Verflucht, leider ist dieser Gonzales bei ihm. Wir können sie also nur beobachten. Jetzt raus mit der Sprache. Warum haben Sie das Geld gestohlen, alter Mann? Ich soll ein Dieb sein? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich habe nie im Leben gestohlen. Bitte erzählen Sie uns mehr. Ich beherrsche nur ein paar kleine Kartentricks, nichts weiter. Aber mittlerweile bin ich schon zu alt für öffentliche Vorführungen. Immerhin bin ich 65 Jahre alt. Glauben Sie nur nicht, dass Sie damit durchkommen, wenn Sie an unser Mitgefühl appellieren. Aber Sergeant, warum lassen Sie ihn nicht einfach mal ausreden? Na schön, er soll reden. Es begann alles damit, dass die Südindische Handelsgesellschaft mich gebeten hatte, meine Kartentricks vorzuführen. Ich dachte, sie hätten mich meines Talents wegen geholt und freute mich darauf, endlich sesshaft zu werden. Wir kommen nämlich direkt aus Spanien. Und dann haben Sie das Geld gestohlen, nicht? Das ist nicht wahr. Daldon befahl mir, meine Kartentricks auch an den Spieltischen zu benutzen, um die Gäste seines Clubs um ihr wohlverdientes Geld zu bringen. Das war's. Falschspiel? Wo ist es? Das habe ich selbstverständlich abgelehnt. Daraufhin wollte er mich umbringen, weil ich zu viel wusste. Und so musste ich fliehen. Lügenmärchen! Das ist die Wahrheit! Sie sind verhaftet! Moment, Sergeant, einen Augenblick! Du hältst dich da raus! Er ist verletzt, er kann Ihnen sowieso nicht weglaufen und seine Geschichte hört sich völlig anders an als die von Daldon. Untersuchen Sie die Angelegenheit erstmal, dann können Sie ihn immer noch verhaften, einverstanden? Tja, also, vielleicht hast du ja recht. Was sollen wir jetzt tun, Chef? Ihr tötet ihn auf dem Rückweg. Gut. Großvater. Meine Emilia! Du bist ja verletzt. Er hat noch mal Glück gehabt. Das war ein glatter Durchschuss. Lolita, du musst die Wunde sofort desinfizieren. Ja, gut, mache ich. Er muss ins Schlafzimmer. Bist du mir dabei behilflich, Bernard? Na klar. Lieber Sergeant Gonzales, ich danke Ihnen sehr für Ihre Güte. Naja, nun, ich habe nicht gesagt, dass ich Sie freilassen werde. Was war denn los, Großvater? Der Sergeant hat sich freundlicherweise angehört, was ich zu sagen hatte. Er hat mir erlaubt, hierher zu kommen, obwohl er Soldat ist und das eigentlich nicht dürfte. Wie kann ich Ihnen nur danken? Sie sind der allernetteste Mensch, den ich kenne. Naja, ich habe ihn erstmal hierher bringen lassen, damit seine Wunden behandelt werden können. Dass ich ihn nicht sofort verhaftet habe, heißt nicht gleich, dass ich ihn für unschuldig halte, verstehen Sie? Kein anderer Soldat Ihrer Armee hätte zugelassen, dass er zuerst behandelt wird. Jeder andere Soldat hätte ihn verhaftet und ins Gefängnis gesperrt. Sie sind wirklich sehr freundlich. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Sergeant Gonzales. Es ist alles Emilia, so furchtbar. Für das Mädchen, das ich liebe, würde ich alles tun. Was machen denn die Wunden des alten Mannes? Was habe ich da noch wieder gesagt? Oh Gott, ist das peinlich! Wie konnte mir das nur rausrutschen? Ich bin ein solcher Esel! Warum musste das ausgerechnet mir passieren? Ich habe die Nase voll von dieser Stadt. Komm, Emilia, wir fahren wieder nach Spanien zurück. Ich mache mir nur Sorgen um deinen Gesundheitszustand. Wenn du nach Spanien zurückfahren willst, komme ich natürlich mit dir mit. Oh nein, das geht doch nicht! Tja, also ich muss auch sagen, wenn ihr jetzt zurückfahrt, dann würde für alle feststehen, dass Benito der Schuldige ist und dass er das Geld gestohlen hat. Nie im Leben! Mein Großvater ist kein Dieb! Bitte helfen Sie uns, es zu beweisen! Was? Ich weiß natürlich, dass ich sehr viel von Ihnen verlange, aber ich kann doch meinen lieben Großvater nicht im Stich lassen. Ich bitte Sie von Herzen. Ach, Emilia, ich liebe dich wie... Ich glaube, es ist zu heiß heute. Emilia fährt wieder zurück nach Spanien. Der Arme, er ist schon wieder unglücklich verliebt. Ich möchte nicht, dass seine Gefühle verletzt werden. Lolita, bitte frag doch Emilia mal, was sie für Gonzales empfindet. Ja, Diego, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Das werde ich machen. Du musst sehr vorsichtig sein. Gonzales hat tatsächlich vor, sie zu heiraten. Was? Heiraten? Ja, aber ihr Großvater ist das Problem. Dann muss ich natürlich auch mit ihm sprechen. Sie ist immerhin seine einzige Enkelin. Da kann man ja wohl verstehen, dass sie ihm sehr am Herzen liegt. Ich glaube eher, dass es an ihr liegt. Als allererstes muss ich herauskriegen, ob ihr Großvater nun gestohlen hat oder nicht. Ich komme mit, ist doch klar. Wo gehen wir jetzt hin, Diego? Zuerst einmal zum Casino.
Sieht so aus, als könnten wir uns den Weg ins Casino sparen. Ja, tun wir so, als ob wir weggehen wollen. Hä? Warum denn? Ja, das ist eine gute Idee. Lolita, was ist? Du wolltest mich sprechen? Ich weiß, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zu fragen, aber wie stehst du zu Sergeant Gonzales, Emilia? Ich verstehe nicht. Die Frage scheint dich einigermaßen zu überraschen, aber Sergeant Gonzales hat wohl die Absicht, dich zu heiraten. Das glaube ich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Und deshalb möchte ich wissen, wie du zu ihm stehst. Nun, was ist? Du kannst es mir ruhig sagen. Er ist ein guter Mensch und ich mag ihn sehr. Doch, ich kann ihn leiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu heiraten. Nein, das würde nicht gut gehen. Warum nicht? Ich meine, er ist zwar ein ganzes Stück älter als du, aber er ist ein guter und auch zuverlässiger Mann. Das geht nicht. Ich reise schon eine Weile herum und habe immer die gleiche Erfahrung gemacht. Am Anfang war immer alles sehr schön. Aber ich habe mir nur was vorgemacht. Es war nichts weiter als Lügen. Alle haben mich immer nur aus einer Laune herausgebeten, sie zu heiraten. Und ich bin sicher, dass es bei Sergeant Gonzales ganz genauso ist. Ich habe einfach Angst vor einer Enttäuschung. Das ist alles. Der Sergeant ist nicht so. Glaub mir, er liebt dich aufrichtig und von ganzem Herzen. Er hat eine glänzende Karriere in der Armee vor sich. Es wäre nicht gut für ihn, ein armes Mädchen zu heiraten. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind hier, um dein jämmerliches Leben zu beenden. Was fällt euch eigentlich ein? Das hier ist mein Haus. Emilia! Teufel, wer bist du? Es ist ausgesprochen unhöflich, in ein fremdes Haus einzudringen und einen kranken Mann zu töten. Wenn ihr den Mut dazu habt, dann versucht es mit mir. Sehen Sie, Gonzales? Benitos Unschuld war in dem Augenblick erwiesen, als Daldon ihn angriff. Ich möchte Sie noch etwas fragen, Sergeant. Sagen Sie mir, wie sind Ihre Gefühle gegenüber Senorita Emilia? Was? Lieben Sie die Senorita oder nicht? Jetzt sagen Sie mir die Wahrheit. Was denn, muss ich wirklich? Also schön, wenn ich denn muss. Ja, ich liebe sie und ich will Emilia heiraten. Was, ist das wirklich wahr? Ja, Emilia. Das ist die Wahrheit. Bitte heirate mich, Emilia. Ach, du Liebe. Gonzales, Emilia hat ihre Eltern schon als kleines Mädchen verloren und seit der Zeit war sie immer sehr einsam. Bitte machen Sie meine Enkelin glücklich. Darauf können Sie sich verlassen. Auf Wiedersehen! Und gute Reise! Auf Wiedersehen! Lieber Großvater. Auf Wiedersehen. Und werdet mir glücklich miteinander. Warte, Großvater, warte! Emilia! Tut mir leid, Gonzales. Es geht nicht anders. Ich muss mit ihm fahren. Was? Großvater ist doch schon so alt. Nein, ich kann ihn einfach nicht allein lassen. Wenn ich das tun würde, könnte ich niemals glücklich werden. Lieber Gonzales, es hätte so schön mit uns werden können. Nein, Emilia. Ah!
Ich wusste, sie ist ein guter Mensch. Ein Mädchen, das sich ihr Glück mit der Einsamkeit ihres Großvaters erkauft, wäre nichts wert. Mach's gut, Emilia. Ich werde immer an dich denken, mein ganzes Leben lang.